Ja, ah nein, ich hasse den so sehr. Und damit hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Let's Play Animal Crossing mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. Und ich würde sagen, wir werden auch direkt anfangen. Okay. Und da ist schon der Olli. Hallo, schön dich zu sehen. In London haben wir jetzt 11.02 Uhr am 1. Februar 2015. Kann es losgehen? Joa. Hey, warte mal. Wer bist du? Ich bin der Thomas, falls du es nicht sehen solltest. Ich hatte recht. Mann, bin ich clever. Ist das dein Ernst? Junge, bist du blind oder was? Ich wusste es. Ich habe dich schon mal gesehen. Ich wusste es. Will er mich verarschen? Ich saß mit ihm im Bus. Er saß neben mir. Ja, ich frage am besten nicht. Na, wie findest du denn London denn so? Gefällt es dir? Ja, ich war bis jetzt nur einmal da und das für kurze Zeit. Naja, hoffentlich lebst du dich schnell ein und findest viele Freunde in der Stadt. Jo, mal schauen. Alles klar, ich bereite alles vor. Eine Sekunde. Vorbereitung läuft. Berühre nicht den Powerschalter oder den Reset-Knopf. Nein, das werde ich nicht tun, da ich das Spiel ja spielen will. Sorry, dass du warten musstest. Amüsiere dich gut in London. Ja, ich bin enttäuscht von ihm. Er hat mich nur 10 Minuten lang gesehen und kann sich nicht mehr an mich erinnern. Okay, in der letzten Folge haben wir damit beendet, dass das hier meine Hütte ist. Ja, ah nein, ich hasse den so sehr. Ja, wie geht's? Guten Morgen und so weiter. Ich sollte mich vorstellen, mein Name ist Rizetti. Für dich Signor Rizetti. Ja, also das ist hier Animal Crossing, let's go to the city. Danke fürs Kaufen, wir wissen das zu schätzen. Im Namen aller Nintendo-Mitarbeiter möchte, vergesse einfach den Text, damit verschwende ich keine Zeit mehr. Entschuldigung, keine Panik, ja. Man sagt mir schon immer, ich würde den Leuten Angst machen, ich verstehe das nicht. Gut, ich bin jetzt nicht unbedingt Signo Kuschel, aber ich bin noch nicht unfreundlich, oder? Wie auch immer, lass uns bei beiden mal zur Sache kommen. Was sagst du dazu? Es geht um Folgendes. Ich hätte da eine kleine Bitte an dich. Domnok hat es möglicherweise schon vorgetanzt, aber hey. In Animal Crossing gibt es eine richtige und eine falsche Art, sein Spiel zu spielen. Du kannst mir folgen? Es ist doch ganz einfach, oder nicht? Entweder du haust dich in dein Bett auf dem Dachboden aufs Ohr, oder du willst speichern aus. Beides ist für vollkommen in Ordnung. Was wir jetzt gerade tun, unser kleines Kaffeekränzchen hier, das ist nur eine Sicherheitsbeherrung. Du hast dein Spiel korrekt beendet. Gut gemacht, Schlaumeier. Oh, aber was, wenn du das Spiel absichtlich zurücksetzen willst? Ich höre die Fragen. Was, wenn ich ohne zu speichern ins Mii-Menü gehen will? Signor Rizetti, ist das nicht mein gutes Recht als Spieler? Ja, ich hab dich schon verstanden. Meine Stimme verkackt. Aber bei diesem Spiel würde ich dir dringend nachlegen, immer zu speichern. Ist das klar? Dringend nachlegen. Ach, da fange ich schon wieder an. Der alte Signor Rizetti dreht mal wieder am Rad. Entschuldige. Tut mir leid, ja? Vielleicht hast du schon bemerkt, dass ich mich nicht ganz kurz waschen kann. Dann bist du hier mit entlassen. Aber merk dir eins, Freundchen. Solltest du in einem schwachen Moment doch mal ausschalten, ohne zu speichern, dann bekommst du es mit mir zu tun. Du kannst es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Aber es ist mein Job aufzupassen, dass du sauber bleibst. Mein Job, Kleiner. Und jetzt, chill, Alter. Boah. Ich hasse den Kerl. Ich hasse den Kerl so sehr. Jedes Mal, wenn man nicht speichert, kommt der und... Oh, geil, unser erstes Geld. Direkt in die Tasche und unser erstes Geld, was sie auf dem Baum gefunden haben. Ja, und dann erzählen einem die Eltern immer, dass Geld nicht auf Bäumen wächst. Ja. Alles nur Lügen. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen direkt zu Tomnok. Gucken wir uns mal an, wo sein Laden liegt. Das ist Rat. Ja, warte, gehen wir hier auf Einrichtungen. Museum, Tor, Haltestelle. Laden. Ja, da oben. Okay. Das sind Koala wahrscheinlich. Wir haben in dieser Stadt zwei Hunde. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Okay. Jetzt müssen wir... Hier ist direkt Tomnoks Laden. Er hat uns ja angeboten, bei ihm zu arbeiten. Mal gucken, was er uns zahlt. Mindestlohn ist das Mindeste, wie es schon im Namen ist. Hast du dich schon allen vorgestellt? Und hast du auch niemand vergessen? Ganz sicher, ich warte hier auf dich, also sag unbedingt allen Hallo, ja? Achso, ich soll mich allen vorstellen, okay, das können wir machen. Okay. Wir werden jetzt einige suchen.
Mache gerade Powerwalking, Wuffy. In jeder Stadt gibt's so einen Freak, der meint, er würde... Oh nein, wie scheiße sieht der denn aus? Ja, schon gehört, dass es ein neues Gesicht in der Gegend gibt. Deins, ha, Bell. Cool, dich kennenzulernen. Ich heiße Wuffy, aber du kannst Wuffy zu mir sagen. Sein Ernst? Hey, du heißt Thomas, stimmt's? Logisch, der Name passt wie die Faust aufs Auge. Ja, das ist heavy. Oh, geil, jetzt können wir das so rollen. Roll. Okay, Wuffy. Ich heiße Wuffy, kannst mich aber Wuffy nennen, ey. Das ist immer diese Animal Crossing-Logik. Ah, hier ist der andere Typ. Also, Tag auch, Thomas. Ich war ja mal in genau der gleichen Lage wie du jetzt. Soll ich dir etwas auf die Sprünge helfen? Ich passe... Ah, den habe ich mir ja... In der letzten Folge habe ich den ja schon angesprochen. Okay, wer haben wir jetzt die anderen? Wo ist der Koala hin? Ah, da ist der Koala. Silke. Oh, guten Morgen. Du bist gerade erst her... Nee, das kann ich nicht. Das muss ich... Warte mal. Oh, guten Morgen. Du bist gerade erst hergezogen, oder Sternchen? Freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin Silke. Wir laufen uns sicher noch oft über den Weg. Wenn du also Fragen hast, kannst du sie mir gerne stellen. Ja. Freue mich. Wer wohnt da? Haus von Keks. Wer zum Teufel heißt Keks? Ich würde mein Kind noch niemals Keks nennen, ja. Schon wieder ein Hund. Wir haben auch nur Hunde hier. Soll ich dir ein Geheimnis über London verraten, Thomas? Ja, lass hören. Magst du Obst, Clef? Dumme Frage, ich weiß. Wer mag schon kein Obst? Okay. Die Früchte in London sind das allerbeste, sage ich dir. Die musst du einfach probieren. Stell dich einfach neben einen Obstbaum und drück A, um ihn zu schütteln. Und dann drückst du B, um die Früchte aufzuheben. Obst kann man nicht nur essen, sondern auch verkaufen. Ja. Allerdings wird das Obst manchmal ziemlich knapp, weil alles essen und verkaufen. Naja, solange die Leute daran denken, ab und zu einen neuen Obstbaum zu pflanzen, ist alles gut. Jo. Das ist wahrscheinlich. Das ist nicht so gut für die Ladebildschirme hier. Die dauern mir etwas zu lange. Warte, Unkraut. Das machen wir direkt weg. Ich habe ja schon eine Woche nicht mehr gespielt seit der letzten Aufnahme. Nee, da geht's nicht lang. Wir haben jetzt Wuffy, Keks, Silke. Ja, die drei haben wir kennengelernt. Nee, ja, doch. Oder war es noch ein Vierter? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. Schon ein paar Minuten. Wohnt hier niemand am Strand? Nee, nur das einzelne Haus hier. Doch, hier wohnt jemand. Franka. Franka hört sich immer komisch an, ey. Was die alle für Namen haben. Keks, Franka, Wuffy. Ich heiße Wuffy. Kannst du mich aber Wuffy nennen? Okay, das ist eine Katze, oder? Geh mal weg. Ich will dich sehen. Ja, Katze und Hunde. Das verträgt sich ja. Sag mal, du bist nicht zufällig Thomas, oder? Fabelhaft. Im Namen von ganz London heiße ich dich in unserer Stadt herzlich willkommen. Ich bin Franka. Wenn du Fragen über unsere Stadt hast, frag mich. Ich bin sicher, ich weiß es. Ja, schön für dich. Das interessiert mich nicht. Ich muss dich nur kennenlernen, damit ich endlich meinen Job anfangen kann. Mein Mikrofon steht ganz schön schief. Das muss ich mal gerade richten. So, schon besser. Okay. Katze, wen haben wir denn noch nicht besucht? Hasso? Keks haben wir, Frank haben wir, Rubina, okay. Wuffy haben wir, Silke haben wir, Benedikt. Okay. Rubina werden wir als nächstes besuchen. Da ist hier auch schon das Rathaus. Das ist heavy. Okay. Da wohnt jetzt Rubina, oder? Ja. Och, Rubina, wieso kannst du nicht zu Hause sein? Jetzt können wir ganz London absuchen, Boah, überall Unkraut, ey. Können die das hier nicht entfernen? Das ist echt schlimm. Weg damit. Thomas der Gärtner ist hier am Start. Okay, Rubina, wo bist du? Bei Animal Crossing New Leaf ist das gut. Da hat man so ein Megafon, da kann man die rufen und dann wird angezeigt, wo die sich befinden. Ja, aber das ist ja älter, da kann man das ja... Den Namen wir schon. Ah, hier wohnt auch jemand. Benedikt wohnt hier. Haus von Benedikt. Den werden wir direkt besuchen. Mal gucken, wie er aussieht. Ist bestimmt auch so ein Hund. Oh nein. Ich habe nur Scheiß-Nachbarn. Der ist gerade hier erst hergezogen, ne? Hallo. Ich bin neu in dieser Stadt. Freue mich, dich kennenzulernen. Wer bist du und woher kommst du? Was? Du bist auch gerade erst nach London gezogen. Na, so ein Zufall. Putt. Nein. Wir haben sowas von die gleiche Wellenlänge. Wir wären 100 pro beste Freunde, Thomas. Ja.
Natürlich, Zwinker, Zwinker. Okay. Rubina müssen wir noch finden, ne? Wer wohnt da? Haus von Wuffy. Ja, ich habe wieder super Nachbarn. Katze, Franka Keks. Hasso, hatten wir schon Hasso besucht? Ich meine schon. Hasso war ja auch ein Hund. Nur Hunde, eine Katze und, ein Huhn. Das war Hasso, ne? Ja, habe ich schon besucht. Jetzt müssen wir nur noch Rubina. Nein. Das dauert mir zu lange, okay. Wo ist Rubina? Jetzt können wir Rubina suchen. Hey, das ist der Koala. Haus von Keks. Ja, Rubina müsste eigentlich in der Nähe von ihrem Haus sein. Sonst muss ich überspringen, wie ich sie suche. Ja, ich würde sagen, ich überspringe, wie ich sie suche und bis gleich. Okay, und ich habe sie gefunden. Ist anscheinend ein Hase. Der sieht creepy aus mit den roten Augen. Juhu, grüß dich. Hey, Moment. Bist du nicht irgendwie gerade erst hergezogen? Oh, wow. Nee, das kriege ich nicht hin. Oh, wow. Freut mich, Puff Puff. Ich bin Rubina. Und andere zu helfen ist mein Hobby. Wenn du also irgendwas brauchst, komm zu mir, Puff Puff. Okay, ich glaube, wir haben alle besucht. Puff Puff. Wuff, wuff. Ich muss ihnen allen neue Sprüche beibringen. Nach einer Zeit kommen die auf einen zugerannt und die wollen dann neue Sprüche. Dann werde ich ihnen zeigen, was richtige Sprüche sind. Hihi. Okay, jetzt müssen wir wieder zu Tom Nox laden und sagen, dass wir alle besucht haben. Haben wir jetzt auch. Und hier sind wir auch schon. Tom Nox laden. Hast du dich schon allen vorgestellt und du hast niemand vergessen? Ganz sicher, ich warte hier auf dich. Ich hab doch alle besucht. Was soll das? Okay, gucken wir mal. Hasso, Keks, Franka, Rubina, Wuffy, Silke. Silke haben wir auch schon besucht. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Ja, komm, sprech mich nur mal alle an. Ich hasse es. Wieso muss man alle besuchen? Und man wird von dem Spiel gezwungen, bei Tom Nook zu arbeiten. Man kann das auch nicht ablehnen. Habe ich mal probiert. Dann wird er... Oh, wow. Eine Falle. Lustig. Ja, komm. So. Und die erste Falle ist auch schon da. Und dann müssen wir uns den Bürgermeister begrüßen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, wirklich. Wir müssen den Bürgermeister begrüßen. Du, Jungspund, wer bist du? Und wo wir hier schon dabei sind? Welches ist dein Lieblingstier? Wollen wir mal Schleim, Schildkröte. Oh, mir gefällt deine Nasenspitze, Kleiner. Wir werden uns prächtig verstehen. Ja, worüber haben wir gerade gesprochen? Herr Bürgermeister, dies ist Thomas, unser neuester Einwohner. Was ist das? Da fällt mir ein, ich habe was darüber gehört. Oder erinnert sich wer? Ich nehme die Stimme, passt besser. Ha, egal. Ich bin jedenfalls Turtle, der Bürgermeister von London. Du solltest mich auf jeden Fall an Feiertagen und zu anderen besonderen Ereignissen aussuchen. Ich warte dann auf dem Platz vor dem Rathaus. Ja, ich warte ab und trinke Tee. Wuff, wuff. Ja. Jetzt haben wir uns allen vorgestellt, da bin ich mir sicher. Ich weiß gar nicht, wie lange der heutige Part schon geht, aber ich würde sagen, wir haben uns allen vorgestellt und ich mache den Part einfach ein bisschen länger. Ich habe jetzt ein Programm gefunden, beziehungsweise Manager, Schrägstrich Kumpel, Schrägstrich Techniker. Hat so ein Programm gefunden, womit man Videos verkleinern kann, ohne dass die Qualität verloren geht. Das ist heavy. Das ist echt heavy. Okay, Tom Nook, jetzt musst du zufrieden sein, weil wir uns allen vorgestellt haben. Hast du die allen vorgestellt? Versuch dir alle Namen und Gesichter einzuprägen. Das macht die Einwohner hier viel leichter. Und nun trittst du deinen spannenden neuen Aushilfsjob an, Sehr schön, sehr schön. Als allererstes solltest du deine Arbeitsuniform anziehen. Die tragen bei mir alle Aushilfskräfte, damit die Kunden gleich sehen, dass sie zum Geschäft gehören, okay? Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast, Ja, das dauert ja auch ewig. So, fertig. Jetzt geht's weiter. Ah ja, die steht hier gar nicht übel. Dann machen wir dann mal an die Arbeit. Als erstes möchte ich, dass du diese Blumen, Samen und Bäumchen vor dem Laden pflanzt. Wenn der Laden von außen einladender wird, rennen uns die Kunden sicher die Bude ein. Nein. Also tu dein Bestes, es soll richtig schön werden. Melde dich, wenn du fertig bist, ja? Ja, mal gucken. Animal Crossing, das Spiel, wo du dir für einen Kredit 1000 Jahre lang Zeit lassen kannst, ohne dass Zinsen draufkommen.
I love it. Einfach hier so ein bisschen. Hier. 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 Ja, ja, es geht, es geht, es geht. Und jetzt hier ein paar Bäumchen. Hier. Ja, die darf man nicht alle nebeneinander wachsen lassen. Da dann ein paar absterben und nur einer überlebt. Okay. Jetzt werden wir das so machen und das Bäumchen wird dahin kommen. So. Das müsste eigentlich gut gehen. Hoffe ich zumindest mal. Jetzt ist Tom noch stolz auf uns. Er ist ganz stolz auf uns. So. Hast du die Umgebung aufgehübscht, Thomas? Ich war ja etwas skeptisch, aber ich muss wohl Vertrauen in dein Schönheitsempfinden finden, ja. So, jetzt ist es an der Zeit, dich wie eine echte Aushilfskraft arbeiten zu lassen. Und jetzt lieferst du ein paar Sachen für mich aus. Bring dieses Möbelstück bitte zu Wuffy. Okay. Meine Kunden waren ungeduldig auf die Ware. Liefere sie bitte so schnell wie möglich aus, hm? Und komm auch wieder zurück, ohne zu bummeln. Also dann an die Arbeit. Jo. Denk dran, Mindestlohn oder ich kündige. Ja. Leider kann man hier nicht kündigen. Okay. Wuffy, ne? Ne, Wuffy wohnt ja da oben, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinnen kann. Ja, da ist er ja schon. Ja, das war Wuffy. Jo, was gibt's, Thomas? Hier für dich. Hier schenke ich dir. Ja, ja. So, okay. Hey, tausend Dank. Also, was ist los? Wie hast du das gemacht? Hä? Tja, na gut. Klare Sache, Thomas. Ich gebe dir ein mega cooles Einweihungsgeschenk. Dieses Ding wird dein Haus dermaßen einheizen, dass du dir wie in der Sauna vorkommst. Das ist heavy. Ein Pissoir. Sein Ernst? Na, wenn das nicht toll ist. Du musst einen Platz finden, an dem Coolness noch besser zur Geltung kommt. Du kannst das Teil schieben und ziehen, drehen und drehen, wenn du A gedrückt hältst. Ach ja, mit A schaltest du auch Stereoanlagen an oder aus und öffnest Schubladen und so. Naja, probier einfach mal ein bisschen herum. Bell, bell. Also, bis dann. Warte, bevor ich es vergesse. Sag mal, wann hast du Geburtstag? Das heißt, wenn dir Geburtstage nicht zu sentimental sind, okay? Ich habe am 27. Nein, nicht am 24. Am 27.12. Geburtstag, okay. Ist 27. Dezember richtig? Ja. Ah, 27. Dezember. Dann bist du also Steinbock. Jo, so ist es. 27. Dezember, 27. Dezember. Alles klar, hab's abgespeichert. Hehe, aber ich verrate nicht, warum ich gefragt habe. Das ist ein Geheimnis, Bell. Wer weiß, vielleicht findest du es raus, aber andererseits vielleicht auch nicht. Alles klar, ich muss weg. Bis dann, Bell. Ja, okay. Jetzt werden wir unseren Klo-Pissoir direkt in unser Haus stellen, weil ich mir ein Pissoir schon immer mal gewünscht habe für mein Wohnzimmer. So. Ja, leg ab. Hä, wieso? Warte, jetzt stell dich mal ein bisschen um. Warte, ist das gar nicht mein Haus? Oh, da wohne ich gar nicht. Oh, hey. Sorry, Haus. Yo, kein Ding, Bro. Okay. Wo wohne ich denn nochmal? Nein, wo wohne ich? Wo kam ich raus? Nein, Karte. Ich muss ja mein Haus finden. Nein, Tastatur will ich auch nicht. Ah, da wohne ich. Ah, ich habe schon vergessen, wo ich wohne. Okay, wo war hier eine Brücke? Ich muss unbedingt spenden, damit hier eine dritte Brücke hinkommt. Denn wenn man spendet, kommen ja meistens neue Häuser, beziehungsweise... ja, andere Sachen, wie zum Beispiel nachher so ein Leuchtturm. Eine dritte Brücke oder eine vierte, ich weiß nicht. Im Moment stehen ja zwei, oder? Ja, hier ist doch unser Häuschen. Wenn wir auch direkt ein Pissoir. Boah, geil, Alter. Das habe ich schon immer mal gewünscht, ein Pissoir für mein Wohnzimmer. Nein, nicht drehen. Ja, komm, dreh. Jetzt den Sound anhören. Geil. Okay, ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefällt. Ja, schreibt mir einfach irgendwas in die Kommentare, ist mir auch wurscht. Lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.